Ui, da hat ja einen ein E-Klasse T-Modell den CLK, den wir vorhin, den wir gerade fahren, den der wird so in der Form auch nicht mehr gebaut. Der wurde 2002 durch einen neueren ersetzt und der wiederum wurde später auch noch durch einen anderen ersetzt. Ich glaube 2008, 9 oder 10, weiß ich. Huh. Hm. Ja, so ein CLK, das erinnert mich doch schon irgendwie, wenn wir den in Dunkelblau fahren würden, an... Ja, genau, Cobra 11. Tom Kranich, André Fuchs und sogar Jan Richter, die haben mal diesen CLK genau in dieser Bauform, na gut, ist ja kein Cabrio gewesen, was sie da gefahren haben, aber in dieser Form haben sie den gefahren. Exakt in dieser Form. Das Spiel hat jetzt aber geleckt. So. Ah, hier sind wir von der Strecke abgekommen. Ist uns jetzt nicht passiert. Wir bringen schon 2% Schaden. Den Gegner vor uns kriegen wir eigentlich nie. Weiß nicht, bei dieser Einstellung werden wir irgendwie immer nur Zweiter. Woran liegt das? Ich weiß nicht. Ich fahre immer mit einer Hand. Immer mit einer. Oh, ich glaube, da wäre einer überholen. Das war durch die Ideallinie. Sind wir hier nicht mal vorhin? Die ging geknallt. Ich glaube, hier war das. Genau. Wir müssen auch mal die Ideallinie fahren, damit überhaupt nicht mal versuchen kommt zu überholen. Da fahren wir den einfach da vorne. Ja, ich wollte ja mal Innenraum zeigen, aber gerade hier bei der Fahrt. Ja, schön kontrollieren. Ein guter Drift. Weiß nicht auf Stauf. Stauf? Wie komme ich auf Stauf? Hier ist ein Strand. Auch mit jede Menge Stauf. Hm, das wird mein Lieblingswort. Stauf. Naja. Ich meine natürlich Staub. Und Rennen ist schon vorbei. Wir halten. Der Autopilot hält an. Wir haben einen neuen Rekord auf der Strecke, 2 Minuten 42. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Und ich habe sogar die schnellste Runde gefahren. Wahnsinn. Wie kann man schnelle Runden fahren, wenn man nicht Erster ist? Da ist nichts weiter. Was passiert denn nun? Du hast in der Meisterschaft den zweiten Platz belegt. Du hast in der letzten Saison eine Meisterschaft freigespielt. Diese ist automatisch für die kommende Saison geplant. Grünschnabel-Liga. Nimm den Vorschlag an oder wähle selbst eine andere. Oh, Saisonende. Blutige Anfänger. Also kommt jetzt die Grünschnabel-Liga. 2 Runden, 7,1 Kilometer. Mal gucken, was wir uns für ein Auto aussehen dürfen. Wenn es überhaupt neue gibt. Mit dem scheint es nicht so. Ich glaube, wir haben den bekommen. Geschätzterweise. Oder gefühlt haben wir gar kein Auto bekommen. Nur welchen nehmen wir jetzt? Der war ja schon recht flott. Ach, nehmen wir halt den, aber in einer anderen Farbe.
Dunkles Rot, Schwarz. Ja, tiefschwarz, das passt zu so einem Benz. Ist auch eine der beliebtesten Farben im deutschen Straßenverkehr. Aber wir sind in Amerika, wir sind in einer amerikanischen Stadt. Da passt so ein Benz natürlich sehr gut. Selbst den Amis gefällt hier das deutsche Automobilwerk sehr gut. Hat noch, glaube ich, schon mal irgendein Fernsehsender hat schon mal ein Interview mit Amerikanern gestellt. Auch immer nur die, die ein deutsches Automodell fahren. Wow. Gleich mal einen Drift. Das war, was keiner war. Oho. Junge, ich fahre einen neueren Benz als du und du sollst schneller sein. Stimmt. Ich glaube, die Stadt sind wir schon mal gefahren. Glaube ich. Schwere Kurve, schwere Kurve. Und, oh. Was hat die Gegner wieder dazu? Alle! Alle! Die sind wirklich alle dagegen geknallt. Ich glaub's ja wohl. Und ich und der da drüben? Da vorne? Die haben alles richtig gemacht. Meine Fresse, was ist denn los? Guckt euch bloß mal die Zeit an, wie weit die hinter mir sind. Obwohl, die holen auf. Obwohl, 20 Sekunden, das ist viel. Sehr viel. Das finde ich auch immer schön, wenn man hier auch mal bremst, dass da nicht gleich automatisch hier die Bremsstreifen kommen, wie bei eigentlich so jedem billigen Rennspiel. Das hier mal wenigstens erstmal. Ja, das liegt einfach daran, hier wurde an die Autos wirklich gedacht. Die haben natürlich alle, wirklich alle hier, alle ABS. Das Anti-Blockiersystem. Und liebes Team von RTL, lasst diese Frage mit den ABS Plus bitte eine der ersten Fragen sein. Und ich würde mich totlachen, wenn das ein Kandidat nicht wüsste, was ABS heißt. Genauso die Abkürzung für... Puh, was weiß ich... Bahnhof BHF. Oder die Abkürzung für Abkürzung. ABK. Ja, das... Da gibt es auch so einige Fragen, die man sich stellen könnte. Wenn alles Kleber, alles klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Warum ist einsilbig, dreisilbig? Oh, was macht denn der hier? Ich wette, die knallen alle wieder dagegen. Können wir mal diese Hütchen hier entfernen? Ja, da war noch eins. Mal gucken. 18 Sekunden. Ich muss mich mal ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Oh, sag bloß, sie haben die Kurve geschafft. Wahnsinn! Da muss ich mal klatschen. Die haben sie geschafft. Oder auch nicht. Wir sind 17 Sekunden hinter uns, also bestimmt sehr weit entfernt. Und ich fahre fast niemanden hier hinterher, außer diesen einen da, der... Ein älteres Benz-Modell fährt als ich. Ah, ich habe hingeguckt. Das war nichts. Oh. Jetzt sehe ich nochmal einen hübschen Innenraum. Oder... Ein 2002er Benz E-Klasse. Ich weiß aber auch nicht. Die E-Klasse, die jetzige E-Klasse, sieht scheiße aus. Und wir haben schon fertig. Und die hinteren Gegner, Mann, kommen die bloß an. Wäre mal eine sehr gute Frage. Uiuiui.
17, 19, 21, 23. Wo ist der Formel schnellst runter? Ich wollte mich gerade daran erinnern. Ich hatte noch was vor. Genau. Ich wollte doch die Steuerungsaktion. Oh, das ist ja richtig kompliziert hier. Haben wir schon alles? Zurückschauen, genau. Jetzt entfernen und. Was nehmen wir da für eine Taste? Was nehmen wir für eine Taste? Die M. So. Naja. Wollen wir aber weiter gucken. Wie ist weiter ins Weite? 13 von 127. Da liegt noch viel vor uns. Tja. Ein Waypoint. Na, mal gucken, wie das wird. Wir sind an dem Wagen gebunden. Naja, das ist aber kein Schloss. Ah, kriegen wir das hin? Von außener Sicht. Ha! Das ist der Waypoint aus der Demo. Wer sich noch erinnern kann. Oder wer überhaupt mal die Demo gespielt hat. Wie gesagt, ich habe die mal Ewigkeiten gespielt. Aber dann noch eine Zeit lang nicht mehr. Deshalb muss ich auch mal hier genau rausfinden, wo die noch alle waren. Da war der nächste. Na gut, auch wenn ich das nicht bestehe. Das muss ja hier kein... Jetzt halte ich es auch mal schön mit zwei Händen. Kann ich durch die Stangen ja auch durchfahren. Kann man mal Vollgas geben. Da! Das muss ich als erstes nehmen. Ha! Man sieht mir das an, dass ich die Demo ewig nicht mehr gezockt habe. Oh. Dass hier oben sogar der nächste Waypoint ist. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Waypoint bestanden. Drüben ist das andere. Ja, jetzt müssen wir auch hier rüber. Das ist echt der nächste Waypoint. Und ich wette, wir schaffen das nicht. Wieder. Dürfen nicht gegen das Haus. Da drüben ist das. Da oben ist der nächste. Ja, selbst einen Berg schafft der hoch. Die schaffen wir. 15, 14, 13, 12. Jo, und. 10 Sekunden haben noch gefehlt, aber wir haben es geschafft. Mission erfolgreich und Zeitlimit. Aber natürlich auch eingehalten. Super. Okay, naja, Fernminus kann man da sowieso nicht haben. 8 Runden, 15,1 Kilometer. Wuhu. Das wird lang. Das wird lang, sage ich euch. Kann man die nochmal ruhig in anderen Farmen nehmen? Gucken, was hier alles geht. Ich glaube, ich habe noch nie eine A-Klasse in Schwarz gesehen. Wir nehmen den mal in Silber. Auch die Farbe kann man mal wechseln. Langgezogene Drifts erhöhen das Konto. Ja, wir haben jede Menge A-Klasses. Ja. Die sich alle dann in Reihe und Glied aufstellen. Ah, wir müssen die Kurve hier entlang. Dreimal überholt. Gleich auf einmal. Und schon sind die auch überholt. Was sind denn das bloß für Gegner? Guter Drift. Ja, die Kur, diese Strecke kennen wir auch schon. Die fahren wir auch gerade zum dritten Mal.
Und immer wieder müssen wir eine A-Klasse fahren. Das ist übrigens das stärkste Modell der A-Klasse, A190 Twin.